Nachgefragt. Dein täglicher Videopodcast zu Corona. Eine der größten Herausforderungen im Rahmen des vernünftigen Krisenmanagements ist das Thema Kommunikation. Und zur Kommunikation gehört, dass man sich die Mühe macht, den Menschen, die in die komplizierten Verhältnisse, die damit verbunden sind, nicht von sich aus Einblick haben, es so zu erklären, dass sie es verstehen können, nachvollziehen können und miteinander sorgsam und pfleglich umgehen. Klaus Reinhardt, ich bin Hausarzt in Bielefeld und Präsident der Bundesärztekammer. Wenn Sie so wollen, eine Art Zwischenfazit, was wir als Bundesärztekammer gezogen haben aus den eben geschilderten Erfahrungen. Und dieses Zwischenfazit heißt ja auch Lehren aus Corona und es soll der Politik die aus ärztlicher Sicht beobachteten Tatsachen vor Augen führen und sagen, da sehen wir für euch Handlungs- und Veränderungsbedarf. Ja? Daraus müssen wir jetzt die Lehre ziehen und müssen sagen, das war nicht gut. Das kann besser laufen und das, was besser laufen kann, muss man auch versuchen, so zu gestalten, dass es besser läuft. Und das ist Aufgabe von den Menschen, die in dieser Republik regieren, also den Politikern. Und deshalb haben wir dieses Papier verfasst und etliche Punkte aufgeführt. Ein ganz wesentlicher aus unserer Sicht, den ich jetzt hier nochmal anführe, ist eben die Stärkung und den Ausbau des öffentlichen Gesundheitsdienstes. Der öffentliche Gesundheitsdienst, die Gesundheitsämter sind in den letzten 20, 25, 30 Jahren eigentlich sukzessive kaputtgespart worden. Ja, Sie müssen sich vorstellen, dass im Jahre 1974 bundesweit in den damals nordwestdeutschen Gesundheitsämtern etwa 5.600 Menschen gearbeitet haben, Ärzte und Nichtärzte. Heute sind es noch 2.500 in ganz Deutschland. Und das zeigt, dass wir diesem Feld der Medizin, was ein wichtiges ist, auch in der Geschichte der Medizin, ein außerordentlich wichtiges, ich sage mal so etwas wie Trinkwasserhygiene, gehört zu den Dingen, die haben zu einem massiven Sprung der durchschnittlichen Lebenserwartung geführt im Mitte des 19. Jahrhunderts. Ja. Das sind so heute Dinge, die sind für uns, haben die totale Selbstverständlichkeit. Und auch alles, was unter solchen politischen Hygienegesichtspunkten läuft und funktioniert, dazu zählt Pandemieplanung und auch Umsetzung von Folgen von Infektionsketten, Quarantäneüberwachung und so weiter und so fort, sind alles Dinge, die wir so lange nicht mehr in unserem Erleben gespürt haben, dass wir dafür jede Form von Gefühl verloren haben, wie wichtig das ist. Und darum, glaube ich, ist das jetzt eine bittere Lehre, dass wir an dieser Stelle nachrüsten und dass wir aufrüsten und dafür sorgen, dass da ausreichend Ärzte und Ärzte bei vernünftiger, gleicher Bezahlung wie in anderen ärztlichen Tätigkeiten angestellt sind und arbeiten können und ihrem positiven, sinnvollen Wirken nachgehen können. Das ist das eine. Das zweite ist, dass wir einfach auch diese Einrichtung infrastrukturell anders aufstellen und organisieren müssen. Es ist ja geradezu ein Witz, dass wir im Jahre 2020 an diesen Stellen händisch mit sozusagen arbeiten, wie man in der Bank noch vor 30 oder 40 Jahren ein Manual führte. Ja? Das ist also kaum vorstellbar, dass es das noch gibt. Das zeigt, wie vernachlässigt diese Strukturen eigentlich seit etlichen Jahren behandelt werden. Da ist natürlich das öffentliche Gesundheitswesen als großer Schwerpunkt, das Vorhalten von Schutzmaterialien als Selbstverständlichkeit ein schwerer, großer Punkt. Ein großer Punkt ist auch die Überlegung, dass wir vielleicht auf europäischer Ebene eine digitale Vernetzung haben im Hinblick auf die Gesundheitsdienste unterschiedlicher Länder, ich sage mal im Bereich Holland, Belgien, Frankreich, Schweiz, Österreich, da wo Deutschland diese Ländergrenze gibt, es sehr viel grenzübergreifenden Verkehr im Sinne von Arbeitsplatz in Deutschland und Leben in der Schweiz oder umgekehrt und so weiter, sind also, dass der Grenzverkehr hoch in der Sicht ist, da kann man ja eigentlich kaum noch von Grenzen sprechen in diesen Regionen und dem muss man natürlich in so einer Rechnung tragen, dass man sagt, man kann an dieser Stelle, das hört nicht am Schild des Geltungsbereichs der Bundesrepublik Deutschland auch, weil das Virus das nicht lesen kann und darauf auch nicht Rücksicht nimmt. Und weil die Menschen das sozusagen sich auch darüber wegbewegen, das wird zum Teil mehrfach täglich. Also da bedarf es eines größeren Maßes an Integration und Zusammenarbeit. Und das ist so ein europäisches Thema. Das zweite europäische Thema ist die Überlegung, was tun wir denn im Hinblick auf Arzneimittelproduktion. Wir haben festgestellt, jetzt nicht nur in der Arzneimittelversorgung, sondern auch in der Versorgung vieler anderer
Konsumgüter und andere Dinge, dass wir von Lieferketten aus dem asiatischen Raum in nicht unheblichem Maße abhängig sind. Ein großer, fast der größte Teil der gesamten in Europa verabreichten Arzneimittel wird in Ostasien hergestellt, wie sie in Indien und China. Und durch die Pandemie, die ja dort auch stattgefunden hat oder auch ja daherkommt im Falle von China und natürlich da dafür gesorgt hat, dass auch Produktionsausfälle da sind, ist das eine. Und das zweite ist, dass deren persönliches der Bedarf der Länder selbst an Pharmaka gestiegen ist, haben wir zwischen eine deutlich zunehmende Zahl von Arzneimittellieferengpässen von Substanzen, die wichtig sind in der Versorgung für uns in Deutschland. Und das, glaube ich, ist eine Form von Abhängigkeit, die wir dort entwickelt haben, die wir uns auf lange Sicht nicht leisten können. Und darum haben wir unter anderem die Forderung gestellt, dass wir gesagt haben, die Europäische Union sollte darüber nachdenken, ob sie nicht Produktionskapazitäten in Europa gemeinsam aufbaut, die vielleicht nicht dauerhaft arbeiten müssen, weil es natürlich deutlich teurer in der Produktion ist, als wenn ich es in Asien tue, aber die zumindest vielleicht bedarfsvoll anstellbar sind und wo man so eine Art Restbetrieb aufrechterhält, der dann, wenn es drauf ankommt, unter Umständen auch schnell hochgefahren werden kann. Das sind jetzt mal sozusagen noch rudimentäre, nicht ausdeklinierte und ausentwickelte Gedanken, aber sind Gedanken, die sicherlich, glaube ich, vernünftig sind. Und also das sind so Beispiele für Forderungen, die wir jetzt aus dem Corona-Geschehen abgeleitet haben und der Politik übrigens.